Bei der Inferenzstatistik geht es darum, von einer Stichprobe auf das Verhalten der Grundgesamtheit zu schließen. Früher sagte man auch schließende Statistik, man will also Schlüsse ziehen, ausgehen von einer Stichprobe auf die Grundgesamtheit. Das ist das Wesen der Inferenzstatistik. Und dazu gibt es zwei grundsätzlich unterschiedliche Ansätze. Zum einen den klassischen Ansatz. Beim klassischen Ansatz, man hat eine Stichprobe und man macht eine Schätzung, zum Beispiel eine kleinste quadrate Schätzung, KQ, kleinste quadrate Schätzung. Und dann kommt man zu einem Regressionskoeffizienten, der dann signifikant ist oder nicht. Auf der rechten Seite haben wir modernere Verfahren, die sogenannten simulationsbasierten Verfahren. Aber man spricht auch von simulationsbasierter Inferenz oder SBI. Hier lässt man den Computer aus einer bestehenden Stichprobe ganz viele Stichproben ziehen, zum Beispiel 10.000, um dann zu simulieren, entweder einfach oder per Bootstrapping, Resample oder per Permutationstest Shuffle. In diesem Überblick geht es jetzt darum, die unterschiedlichen Testlogiken herauszuarbeiten, um dann in weitergehenden Videos die einzelnen Verfahren, Simulationsverfahren auch darzustellen. Beim klassischen Verfahren wird also eine Nullhypothese aufgestellt. Beta 1 ist gleich 0, also es gibt keinen Zusammenhang zwischen einer abhängigen und einer unabhängigen Variable. Wir arbeiten hier viel mit einem Datensatz zu Trinkgeld. Da wäre eben die unabhängige Variable die Rechnungshöhe x und die abhängige Variable y wäre das Trinkgeld. Man würde also in der Nullhypothese Beta 1 gleich 0 die Hypothese aufstellen, dass es keinen Zusammenhang gibt zwischen x und y, also keinen Zusammenhang gibt zwischen Rechnungshöhe und Trinkgeld. Die Alternativhypothese wäre, es gibt doch einen Zusammenhang, der kann entweder positiv oder negativ sein, deswegen Beta 1 ungleich 0. Nun nimmt man den Datensatz, die Stichprobe und schätzt beispielsweise eine einfache Regression nach der Methode der kleinsten Quadrate. Und da kommt dann was raus, nämlich ein Schätzwert, der geschätzte Regressionskoeffizient Beta 1 Dach. Das Dach steht immer dann, wenn es sich um einen Schätzwert handelt. Das ist der geschätzte Regressionskoeffizient. Und jetzt nehmen wir mal an, dieser geschätzte Regressionskoeffizient ist 0,11. Und dann ist die Frage, ist dieser geschätzte Regressionskoeffizient auch tatsächlich signifikant? Und der ist eben dann signifikant nach einer Daumenregel, wenn der t-Wert dem Betrag nach, wenn der t-Wert dem Betrag nach größer gleich 2 ist. Eine andere Formulierung ist auch, wenn der p-Wert kleiner gleich 0,05 ist. Wenn diese t-Wert größer gleich 2 ist oder p-Wert kleiner gleich 0,05, dann kann die Nullhypothese verworfen werden, dann ist der Regressionskoeffizient, der geschätzte Regressionskoeffizient, signifikant von 0 verschieden und die Nullhypothese Beta 1 ist gleich 0 kann verworfen werden. Das ist die Testlogik hier bei der klassischen Inferenzstatistik. Wie ist die Testlogik bei der simulationsbasierten Inferenz? Analoges Beispiel, Nullhypothese Beta 1 ist gleich 0, die Alternativhypothese Beta 1 ist ungleich 0. Man lässt jetzt den Computer 10.000 Mal eine Stichprobe aus der jeweiligen Stichprobe ziehen, also 1.000 Mal beispielsweise beim Bootstrapping in die Stichprobe hineingreifen, wieder zurücklegen und dann nochmal hineingreifen, nochmal hineingreifen, nochmal hineingreifen und dann bekommen wir 10.000 Werte des Regressionskoeffizienten Beta 1 Dach. Und das hier ist jetzt die Verteilung der Werte. Das ist eine Dichtefunktion. Und das sieht man eben, die meisten Werte liegen so um 0,11 herum.
Also man hat 10.000 Simulationen laufen lassen, hat 10.000 Mal den Regressionskoeffizienten Beta 1 DAG geschätzt und der kann mal kleiner 0,11 sein, kann mal größer 0,11 sein. Aber 0 ist selten. Und wenn die 0 selten auftaucht, dann kann die Nullhypothese verworfen werden. Das ist die grundsätzliche Testlogik bei der simulationsbasierten Inferenz. Bei Bootstrapping und Permutation müssen wir dann noch genauer uns das angucken, wie es aussieht. Aber das kriegen wir hin.